Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Paper Mario hier mit Semni. Ich habe gerade gemerkt, wie falsch meine Endaussage vom letzten Part klingen könnte, da es sich bei Watcher um eine kleine Babysonne handelt. Bitte nehmt es mir nicht krumm. Oder Viktor. Schneepuppe, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und wir wissen ja auch, dass wir uns auch gleich um etwas anderes kümmern können mit Watch. Vor allem gleich in diesem Raum. Für die, die es noch nicht vergessen haben. Also, wahrscheinlich alle, da das, glaube ich, erst letzte Folge war. Hier ist ein Level-Up-Block. Damit schreit, dass er aufgestuft werden. What? Wird dieser mit Start aufstufen, ist der einzige, bei dem es noch geht. What wurde in den Super-Rang aufgestuft? Ach, verdammt. Oh Mann, sind die Geräusche hier gerade stressig. Ach, die sind von dort. Alles klar. Ach, verdammt. Nein! Na! Achso, ich kann hier vorne lang. Ach, wie gut. So, wenn wir hier unsichtbare Blöcke angezeigt bekommen. Ich kann damit sogar springen. Ist das cool. Ich kann sogar mit dem kleinen Land speichern. Ah, da. Ist da der Standspitzer drin? Nee, aber ein Superpilz. Ah, ich kann keine Stampfattacke mit Wort in der Hand machen. Irgendeine Schwäche muss das haben. So, und ich würde einfach sagen, auch wenn der Kampf schwer und hart wird, probieren wir es doch einfach mal aus. Boom! Nein, na, ich Vollidiot. So, dann würde ich mal sagen, kommen Sie her. Genau, so kommen wir nämlich an Sternenwillen. Hagel, alle Gegner angegriffen. Angriffskraft 6 ist fast so gut wie der Sternregen, den wir als Fähigkeit haben. Naja, so ist es ausgeglichen. Ich werde erstmal gucken. Powershock. Paralysiert Gegner mit einem Elektroschock. Stärkt Marios Angriffskraft für kurze Zeit. Ich werde einfach nur mal kurz gucken. A gedrückt und lassen los, wenn das aufleuchtet. Bäm. 4 Schaden. Ja, völlig okay. Ich werde mich jetzt trotzdem aller Gegner einfach mit dem Sternsturm entledigen. Weil einfach und so. Ich wollte einfach bloß mal kurz gucken, wie das mit den Angriffen aussieht. Und das ist ein Action-Kommando. Das hatten wir noch nicht in der Art. Und das ist eigentlich ganz nett. Also wir hatten es schon mit zur Seite und Aufstand. Ja, aber das ist doch was anderes. Und schon wieder 22 Punkte. Also es geht voran. Geld. Wir wissen ja, Mario ist ziemlich Gate- und Pilzsüchtig. Schneefchen erhalten. So. Lauf! Lauf! Ah, hilf mir! Und wieder der arme Tropf, der zurückbleibt und uns nochmal anguckt. Sie sind also gekommen. Ich bin General Guy. Wir befolgen König Bowsers Befehle und bewachen den Stern. Solange wir ihn Verwahrung halten, haben wir die Erlaubnis, alles zu tun, was wir wollen. Haben Sie das verstanden? Wieso zeige ich eigentlich so nach vorne, wenn ihr mich gar nicht seht? Ihr Schicksal ist ihr völlig gleichgültig, Sir. Sie sind unhöflich und außerdem hier eingedrungen.
Zu unserer Spielzeugkiste haben Leute wie Sie keinen Zutritt, aber die Toads schon. Diese Schätze in dieser Spielzeugkiste sind nur für uns Shy Guys. Und der Verbleib des Sterns geht sie überhaupt nichts an. Stellen Sie sich dem Kampf, Sir. En garde. Attacke! Muss ich jetzt alle... Wieso habe ich den Standsturm gerade eingesetzt? Oder zählt das als 1? Okay, Leute, alles zusammen. Jetzt ist er dran. Angriff. Mitgliedwechsel. Da haben wir doch erstmal den schlauen Kopf, den schlauen Fuchs. Scheigeitruppe. Das ist ein Scheigeitrupp. Dieser Trupp greift mit allen Mitgliedern gleichzeitig an. 15 Angriffskraft 1. Die Anzahl der Angriffe richtet sich nach der Anzahl der Scheigeister im Trupp. Je mehr Scheigeister im Trupp sind, desto höher ist die Angriffskraft. Setze eine Attacke ein, die viel Schaden auf einmal verursacht. So können wir die Truppe dezimieren und unseren Schaden und unsere Chance auf Sieg erhöhen. Oh. Item. Donnerblitz. Pika! Man kann einen Angriff davon abwehren. Okay. Okay, ja, nee, ist leichter als erwartet. Glück! Ja, das ist sehr viel leichter als erwartet. Wir werden verlieren. Oh nein, nicht wie weg hier. Ich krieg keine Erfahrung dafür. Halte durch, Männer! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Feigheit zu zeigen. Deserteure! Wow. Ihr macht mich krank. Wir müssen die Spielzeugkiste beschützen. Bin ich denn hier der Einzige, der noch Ehrgefühl im Leibe hat? What? Nee, What ist gerade nicht im Team, nicht da, aber Mario, Sie werden dafür bezahlen. Sie haben eine Infanterie geschlagen. Aber das ist alles, was Sie heute schlagen werden. Seien Sie gewappnet. Los, Angriff! Hi, Shy Guys! Kämpft, kämpft, kämpft! Los, Sir! Sofort, Sir! So, ich will erstmal wissen, was sind Hi, Shy Guys? Das ist ein Hi, Shy Guy. Richtig, wie der Name schon andeutet, handelt es sich um Shy Guys auf Stelzen. Ich werde diesen Kampf übrigens auch komplett in einem Part machen. Ich meine, für mich ist das ziemlich offensichtlich. 7 Angriffskraft 4. Greifst du mit einer Attacke an, die den Boden erzittern lässt, fallen sie herunter und werden zu normalen Shy Guys. Welche Attacke könnte gemeint sein? Doch nicht etwa. Erd. Beben! Hahaha. Welch ein Glück. Erdbeben, was geht? Abwehr hoch. Derb. Bitte. Oh, danke, Zauber. So, und jetzt will ich wissen. Verdammt. Das war so nicht geplant. Gut. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man einen Shy Guy kriegt, bin ich mal ganz ehrlich. Ich mag die kleinen Burschen.
Nein, warum? Immerhin nur einen Schaden. Das geht ja noch. Unglaublich! Ich glaube, es ist an der Zeit für meine Spezialbataillon. Was kommt jetzt? Ein Turm. Zwei Türme. Wo kommt der denn jetzt her? Was für schöne Details in dem Gebäude. Tut mir leid für Sie, Sir. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Angriff! Da musst du. Na dann, Schlaumeier vom Dienst. Scheigei-Stapel. Das ist ein Scheigei-Stapel. Wow, dieser Stapel verfügt über einen ausgezeichneten Gleichgewichtssinn. Maximal KP 10, Angriffskraft 1. Die Angriffskraft entspricht der Anzahl von Scheigeis im Stapel. Bei 4 Scheigeis beträgt sie Angriffskraft 4. Du kannst sie einen nach dem anderen mit dem Wirbelschlag ausnocken. Offensichtlich sinkt ihre Angriffskraft, wenn der Stapel kleiner wird. Den Wirbelschlag habe ich natürlich nicht angelegt. Also werde ich wohl die 4 Schaden hinnehmen müssen. Oder 2. Oder 4. Oder 2. Oder 4. Vergessen wir das. Alles klar. Nee, ich bleibe bei Gumbario. Es kann ja sein, dass gleich schon wieder die nächsten Gegner kommen. Gar keine F. Ja. Warte mal. So, ich werde jetzt einfach das mal ausprobieren. Mitgliedwechsel. What? Ich will die Fähigkeit einfach mal benutzen. Vorübergehend erhöht um 1. Das geht auch. Einfach mal probieren. Ah, okay. Okay, das war's schon. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Die Fähigkeit ist ganz nett, die andere zum Paralysieren da. Das geht doch. Tadam, auch dieser Stapel ist eliminiert. Gut, dann nehme ich das eben selbst in die Hand. Niemand stellt den tapferen Scheigeist meiner Armee auf diese Art und Weise bloß. Niemand. Scanner. General Guy. Das ist General Guy. In seinem Panzer. Obwohl er sich nur um ein Spielzeug handelt, sieht der Panzer doch ziemlich gefährlich aus. So pink und so. Er greift an das Verteidigung 2. Von seinem Panzer aus gibt der General nicht nur Befehl, er wirft auch Bomben und greift mit Elektroschocks an. Die Angriffskraft eines Elektroattacke beträgt 5. Auch deine Freunde nehmen dabei 2 Punkte Schaden. Wenn wir jetzt die Glühbirne zerstören, kann der Angriff nicht mehr einsetzen. Normale Angriffstechniken sind scheinen wirkungslos zu sein, weil der Panzer zu stark bewehrt ist. Glühbirne. Ich habe das Gefühl, die Glühbirne hat auch nochmal einen extra Punkt. Gut. Nein. Scan. Nee, es gibt bloß den. Die Glühbirne hat keine extra KP-Anzeige. Okay. Dann macht Mario das erstmal. Oh, ich kriege erhöhte Angriffskraft. Sehr schön. Verstärkt deine Angriffskraft. Wow! Und da ist sie zerstört. Und da ist er.
gewechselt. Denn der Kleine macht ja auf Anhieb ziemlich viel Schaden. Genau. Ah, mein Hightech-Verteidigung scheint diesen elektrischen Angreifen nicht standhalten zu können. Hören Sie sofort auf damit. Das ist viel zu stark. Das ist gegen die Konvention von Shy Guy City. Aber wir sind in der Spielzeugkiste. Ja. So. Erfrischungstücher möchte ich gerne verteilen. Deswegen rufe ich mal den Mastet-Stern. Ich weiß nicht. Wort sieht aus, als könnte er mit den Sternen verwandt sein. So ein wenig. Tja, ich würde sagen, da sich der General Guy so unglaublich aufregend und ich gerade verkackt habe, anscheinend. So. Und ich werde mich fokussieren, damit ich schnell den Sternensturm nutzen kann. Sieht ein wenig auf. Wie die nächste Runde zum Beispiel. Genau. So soll das laufen. Haha. Das Geräusch erinnert mich ein bisschen an den World One. An den World One? Ah ne, an Woody Woodpecker. Diese epische Animation und das unglaubliche Gespräch dabei. Glück gehabt. Und das hing gerade irgendwie. Ich hoffe, das hängt jetzt nicht auch auf der Aufnahme. Yeah! Es geht doch viel, viel schneller als gedacht. Yeah! Oh. Die Melodie reißt mich gerade irgendwie mit. Wenn es so gut läuft, finde ich das immer total angenehm. Da kribbelt es richtig in. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das klänge komisch. Süß! Der ist wirklich knuffig. Ich meine, du willst ihn nicht knuddeln? Weil dafür sieht er doch ein bisschen zu elektrisch geladen und so weiter aus. Und das wäre ja schmerzhaft. Und ja, heil dich. Durch die Animationen der Sterne, die ja immer runterkommen müssen, dauert es natürlich ein bisschen. Und ich könnte das müsste echt mal verstärkt werden. Aber das, wie gesagt, es läuft. Und wenn es läuft, dann läuft es. Und das finde ich gut. Boah, war das gerade eine detaillierte, gute Aussage. So, mal gucken. Ja, null Schaden! Ich dachte, vielleicht friere ich ihn ja in seinem Gefährt fest. Wie gesagt, also der Part ist erheblich länger, da ich das Ende auch gleich mit reinschneide. Wow! 34! Das war mal ein ordentlicher. Und ich fand den Gegner davor viel schwerer, bin ich mal ehrlich. Die arme Sau. Ja, yippie, wir haben die Shy Guys geschlagen. Ja, wart ja gar nicht so stark, ihr blöden alten Shy Guys. Ja, sind ja schüchterne Typen. Ich hab sie verklopft. Ist doch so. Klo. Verstehst du? Wegen Klempner und so. Ist doch so, oder Mario? Oh Gott, wen haben wir befreit? Wen haben wir befreit? Ich hör schon auf. Den Matrosenstern. Auf einer Bowser-Spielkarte. Super gemacht. Oh, der Popeye-Matrosenstern. Kapitel Ende. Um Muscula, den vierten Stern, zu befreien, stellte sich Mario der üblen Shy Guy-Bande.
Langsam erfüllt wieder funkelndes Leben den einst so finsteren und kahlen Nachthimmel. Doch erst, wenn der Sternenstab aus Bowsers Klauen entrissen wird, ist das Böse gebannt. Noch 3 Sterne warten auf ihre Rettung, doch wo in aller Welt mögen sie wohl sein? Speichern und Ende, würde ich sagen. Der Part war ja auch lang genug, genau wie der davor. Macht's gut, Freunde, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit unseren weiteren Videos.